Leute, willkommen zu einem ganz kurzen Info-Video. Naruto wurde offiziell gestern bestätigt. Der allererste Teaser war das, was ihr gerade im Hintergrund seht. Das ist der allererste Teaser, den wir bekommen haben. Offiziell von Fortnite. Und Hypex hat es nachträglich gepostet. Und Hypex, kennt ihr sicher, ist auf Twitter und auf YouTube, glaube ich, auch eines der größten Leaker, die wirklich 100% Real Talk machen. Deswegen, also, das war der erste Teaser hier im Hintergrund. Wartet es ab oder irgendwie sowas. Nee, oder glaubt es irgendwie sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall ein schöner Spruch. Er kommt am 16. in den Shop. Wir wissen jetzt nicht, ob das noch die amerikanische Zeit ist oder die deutsche. Da sind noch viele Leaker am diskutieren, weil das Update ist auch am 16. Und es kommt ja nicht sofort automatisch mit dem Update. Das geht ja nicht. Da muss es entweder eine zweite Shop-Aktualisierung geben um 14 Uhr. Also muss dann eine zweite Aktualisierung kommen. Aber das sehen wir ja am Tag vor der Aktualisierung, wenn da steht in 12 Stunden oder so. Dann wissen wir, ah ja, Naruto kommt nach dem Update. Mittags um 14 Uhr. Aber wenn wir Pech haben, kommt er erst am 17. um 1 Uhr mit dem Shop. Also wegen der Zeitumstellung, bei denen ist das nämlich ein bisschen anders da. Deswegen müssen wir das einfach abwarten. Aber das ist die allererste Info. Dann haben wir heute eine neue Info bekommen. Hier. Das ist ein Zeitungsausschnitt, also ich erkläre es mal so, das ist eine japanische, ich weiß gar nicht, ist Naruto japanisch, ich gehe mal jetzt davon aus, ist ja eine japanische Serie oder ein Spiel oder irgendwie sowas. Und da gibt es eine Zeitschrift zu kaufen. Also in Japan kann man vor Ort jetzt eine Zeitschrift kaufen. Und in dieser Zeitschrift, also diese Zeitschrift hat eine Kooperation mit Fortnite. Dazu zeige ich euch gleich den kompletten Zeitungs-Dingstore. Die komplette Zeitschrift, so meine ich. Aber das hier ist nur der Artikel Fortnite x Naruto. Also das ist wirklich offiziell. Und das hier unten sind die Backblings, also so eine Schriftrolle. Ein Wurfstern mit vier Enden, so ein komischer Mopsa mit einem Verband an der Hand und die Naruto. Das ist wahrscheinlich die Spitzhacke von Naruto, die Kunais als Spitzhacke. Finde ich optisch sehr geil, muss man sagen. Und das ist wirklich offiziell. Ihr seht es hier, Fortnite X Naruto, weil Fortnite ist ein geschützter Name, den darf keiner benutzen, außer wenn es offiziell ist. So als Auftrag, wisst ihr? Und das hier ist offiziell. Und das werden die Skins sein, die am 17. in den Shop kommen werden. Hier. Ich weiß gerade die Namen nicht. Irgendwas mit Sasuke, Naruto und noch irgendwie zwei Namen für die hier. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe das nie geguckt. Aber das sind die Backblings bzw. Spitzhacke. Das sind die Skins, die kommen. Also eine Frau. Der ganz links ist ein Junge. Dann der Naruto. Und der hier jetzt, der zweite von links. Ich weiß jetzt nicht, was der jetzt ist, ob das jetzt auch ein Mädchen ist, keine Ahnung. Das ist bei japanischen Dingern so schwierig, bei vermummten Leuten oder bei manchen Frisuren, da blicke ich nicht durch, was ist. Ja, hier hinten seht ihr auch das Bild.
von der aktuellen Season, also das ist auch noch eine kleine Bestätigung, dass das echt ist. Okay, und dann gehen wir mal weiter. Hier, das ist ja die komplette Zeitschrift. Also das war nur der Ausschnitt hier unten. Das ist der originale Ausschnitt von der Zeitschrift. Also die kostet irgendwas mit... Wo steht ein Preis? Ich suche auf einer japanischen Zeitschrift, wo irgendwas mit Preise steht. Ich bin auch doof. Hier steht irgendwas mit Special Edition, Fortnite, bla bla bla, keine Ahnung. Hier oben steht Fortnite und dann irgendwie Naruto in, aber in Japanisch. Hier steht Naruto in Deutsch, kurz, warum auch immer. Ja, hier irgendwas mit voll, ja, egal, nicht so wichtig. Ich mache gerade so viel unwichtige Sachen aufzählen. Hier noch eine andere Perspektive der Skins. Naruto hier, noch der Typ da hinten, hier die anderen, wo ich ja eben schon gezeigt habe. Da oben sieht man einen Bananen-Charlie, guck genau hin. Hi, Charlie. Dann ist hier hinten noch irgendwer, den kann ich aber jetzt absolut gar nicht erkennen. Und ja. Und das hier ist nochmal ein besseres Bild, aber ich glaube, das ist aus dem Spiel oder aus der Serie ein Bild, dass ihr besser euch vorstellen könnt, wie die aussehen werden, wenn die reinkommen. So werden die aussehen. Also, ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan, wie bereits gesagt, aber naja, gut. Gut, also dann würde ich sagen, das wären alle Leaks gewesen. Ich wollte euch nur kurz informieren, dass ihr Bescheid weißt, wie der Stand und so alles drumherum ist. Und ich würde sagen, lasst gern ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, tschö mit Ö, euer Yannick. Ciao.